I sit there quietly, thinking what you mean to me. And the light filters gently through the glass of shrine. The men, they pray gently their words be mine. In a web of derision until we are lost. In a wind of decision like dust we Ja, ich habe hier mal wieder was wunderbar Gefälliges von Civivi Knives, was ich euch gerne vorstellen würde. Wobei wunderbar gefällig ist von mir eventuell etwas leichtfertig dahergesagt. Kann natürlich sein, dass es auch Leute gibt, die mit diesem Stachel hier gar nichts anfangen können. Ich denke jedoch, die Anzahl dieser Menschen, die hält sich in Grenzen und ich gehöre definitiv nicht dazu. Wie auch schon die ersten drei Modelle von Civivi, das Naja, das Praxis und das Backlash, ist dieses Modell hier, das C805 Aquila, in meinen Augen ein vorzügliches und bildschönes Messer. Und dementsprechend kann ich das Fazit auch mal wieder gleich vorwegnehmen. Das Aquila hat mir in der Benutzung große Freude bereitet. Und ich würde es jederzeit empfehlen. Toller Stachel. Bevor ich euch erzähle, was mir besonders gut und was weniger gut gefallen hat, möchte ich mich aber bei Civivi Knives und im Besonderen bei unserem Henk, dem Knife Collector 031 in Netherlands, bedanken. Denn Henk hat mir dieses Modell für eine Vorstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Link zu Henks Videokanal findet ihr in der Videobeschreibung. Unbedingt mal abchecken. Und ebenso packe ich euch noch den Link zu Civivi Knives mit rein. Der Modellname Aquila bezeichnet einen Adler und somit hat dieses Civivi-Modell ein weiteres Mal eine Anlehnung an die Fauna, wie es beim Naja auch schon war. Ich finde es sehr gut, dass Messer aus China mittlerweile viel öfter mit eigenen Namen daherkommen und nicht nur mit einer Typenbezeichnung. Und Aquila ist da durchaus ein schöner Name, wie ich finde. Überhaupt ist das hier vorliegende Design sehr ansprechend. Zumindest gibt meine Netzhaut solch ein Feedback an meine Synapsen weiter. Also, dass wir hier einen coolen und sehr stylischen Stachel haben. Das Aquila gibt es in vielen Versionen mit unterschiedlichen Grifffarben und Variationen im Klingfinish. Da bleibt sich also WeKnife bzw. Civivi treu, was die Modellvielfalt an sich angeht. Das Griffmaterial ist fein strukturiertes G10 und der verwendete Stahl ist ein japanischer VG10, der eine Rockwell-Härte von 59 bis 61 aufweisen soll und hier in unauffälligster Form gekennzeichnet wurde. Super clean Klinge, love it. Bei dieser Version hier, dem C805E,
haben wir also schwarze Griffschalen und eine Klinge mit satinierten wie auch geschwärzten Bereich. Die Klingenlänge hat eine Länge von 8,7 cm, wovon dann 7,8 cm effektiv scharf sind. Wenn ich mir bei diesem Modell etwas wünschen würde, also das, was bei mir die höchste Priorität hätte, was man ändern sollte, dann, dass man auf den Choil verzichtet. Ist in meinen Augen nicht wirklich ein Choil, aber auch keine Schleifkerbe, so ein Mix halt wieder. Viel zu klein für meinen Finger. Und wenn man den halt weglassen würde und die Schneide gänzlich durchzieht, dann hätte man gleich knapp 1 Zentimeter mehr Lauflänge der Schneidkante. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Die hohlgeschliffene Klinge mit 0,50 mm Material hinter der Phase sorgt für eine sehr gefällige Schneidperformance. Ich packe euch mal ein paar Praxisaufnahmen gleich mit rein. In a web of derision until we are lost. In a wind of decision like dust. Das funktionierte also alles ganz wunderbar. Ich bilde mir jedoch ein, dass die Modelle Praxis, Backlash und das Naja allesamt noch etwas schneidfreudiger waren. Aber das ist wie so oft Jammern auf wirklich hohem Niveau. Das Aquila vereint zu seinem aufregenden Design eine hochtaugliche Nutzung als Schneidwerkzeug an sich. Und in der Stabilität bleibt da sowohl beim Anschliff wie auch bei der Klingenstärke von 3,2 mm nichts auf der Strecke. Positiv kann ich auch für meine Hand vermelden, dass die Ergonomie absolute Spitze ist. Wirklich ein Messer für etwas größere Hände, packend satter Griff. Und mein Daumen zumindest bettet sich nahezu perfekt auf dem Jimping ein. Laufen tut die Klinge auf Keramikkugellagern. Die Action ist aufgrund eines gut eingestellten Detents brauchbar. Einen Freefaller haben wir hier aber nicht wirklich. Da muss man schon ordentlich schütteln. Und wenn man den Kicker, den Flipper mit zu wenig Motivation bedient, dann kommt es auch mal vor, dass sie sich halt nicht vollständig öffnet. Der designtechnisch ganz wunderbar tropfenförmige Durchbruch der Klinge erlaubt sowohl ein Spidey-artigen Öffnungs- Mode, so ein Spidey-Flip halt. Das Herausschnippen funktioniert hier sehr gut, ist also eine weitere Öffnungsmöglichkeit. Und generell ist die hier gefundene Einstellung des Detents sehr gelungen. Auch kontrolliert geöffnet ergeben sich da kaum Probleme. Kriegst du leise und langsam auf, aber auch recht schnell. Wobei ich trotzdem sagen würde, dass das Original Spidey Hole sich da noch effektiver, noch einfacher bedienen lässt. Der Verschluss wird hier von einem 1,5 mm starken Edelstahl Linerlock ausgeformt. Der macht einen erstklassigen Job. Steht ganz am Anfang, macht ganz sauber dicht, also keinerlei Spiel vorhanden. Und nebenbei bemerkt, geschlossen steht die Klinge ganz wunderbar mittig, so wie man sich das wünscht.
Ja, erstklassig, erstklassig verarbeitet. Die Stahlliner, ja, die sind wie oftmals bei Civivi und auch bei We Knives, sind hier ein farblich auffallender Kontrast. Und ja, auch in diesem Fall hier, da haben wir ein goldenes Schimmern, das einmal kreisrund von der Achse bis zum Lanyard Hole verläuft. Muss man mögen. Ich find's okay. Würde mich aber über All Black geschwärzte Liner da mehr freuen. Und wie Fred mir neulich schon schrieb, würden mattgoldene oder auch Bronzetöne hier sehr gut aussehen. Und ja, da hat er definitiv recht mit. Beste Grüße und ein dickes Danke geht auch noch mal raus an den Fred. Der hat mir nämlich eine riesige Freude mit dem Backlash hier gemacht. Das war eigentlich sein Modell, hatte im Passaround mitgemacht, ja. Und Fred hat beim Backlash mit Eisen 3 Chlorid hat er die Klinge geätzt, ein geiles Stonewash draufgeballert, auch die Hardware. Der Clip hier, alles geätzt. Die Stahlliner, die Schrauben, wirklich ein geiles Teil. Ja, und das hatte der Fred mir dann zugeschickt. Ja, das ist Fred, vielen, vielen Dank. Ganz tolles Geschenk, dadurch wirklich ein individuelles Einzelstück. Ganz toll gepimpt. Ich hoffe, da bleibst du dran und da kommen zukünftig noch ein paar coole Sachen von dir. Absolut, absolut gelungen. Jo, kommen wir aber wieder zurück zum Aquila. Wir haben einen ebenfalls schwarzen G10 Backspacer. Der verleiht dem Messer zusätzliche Stabilität und besitzt eine griffige Traktion. Gewichtstechnisch haben wir hier ziemlich genau 115 Gramm, was bei einer Gesamtlänge von knapp 21 Zentimetern in meinen Augen absolut okay ist und in einem hosentaschenfreundlichen Bereich liegt. Und die Verschraubung der Griffschalen und des Clips übernehmen durchgängig Achter-Torx-Schrauben. Auch etwas, was ich im Detail einfach super finde, weil man so nur ein einziges Werkzeug braucht. Und noch ein Detail ist absolut erwähnenswert, nämlich der Clip am Aquila. Da hat sich Civivi also scheinbar die reichliche Kritik zu den ersten drei Modellen zu Herzen genommen und clip-technisch aufgerüstet. Hier haben wir also einen sehr formschönen Titan-Clip, der ebenso aber auch gut funktioniert, das Messer sicher hält und wahlweise sich links wie rechts aber immer tipp-up montieren lässt. Dann haben wir ebenfalls halt ja im Upgrade jetzt nicht mehr den 9CR-Stahl, sondern einen VG10-Stahl, ja, plus Titan-Clip. Da ist es leider nicht wirklich überraschend, dass die Preise auch angezogen haben. Anstatt eines Fuffis muss man hier nun knapp 80 € berappen. Damit bewegen wir uns also im obersten Anschlag der Budget-Modelle. Viele würden auch nicht zu Unrecht sagen, dass wir bei 50 € plus schon außerhalb dieses Budget-Bereichs sind. Jo, stimmt ja im Grunde auch. Günstig ist der Stachel hier also jetzt nicht. Aber, das ist wirklich ein riesiges Aber. Man bekommt bei Civivi die wohl aktuell mit am besten verarbeiteten Serienmesser weltweit in dieser Preisklasse. Also, da ist durchaus ein großer vorhandener Gegenwert, den man für seine Knete geliefert bekommt, mit solch einem Messer. Jo, ja, und das war's im Grunde. Wer auch schon Erfahrungen mit CVV sammeln konnte, gerne mal einen Kommi diesbezüglich dalassen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.